Sie hatten recht. Der Waffenhändler ist hinter Victoria her. Ich muss ihn aufhalten, bevor er ihr zu nahe kommt. Mann, das ist er schon längst. Wenn Sie meinen Rat wollen, schnappen Sie sich die Kleine und hauen sie ab. Nein. Weglaufen war noch nie mein Ding. Meine Quellen sagen, dass das Mädchen in Chicago ist. Ich fahre mit den Jungs hin. Ich möchte, dass Sie die Operation leiten. Wie sieht's aus? Wait. Bin ich taub? Ich soll mir irgend so eine Kleine schnappen. Ihr Name ist Victoria. Dom wird Ihnen noch sagen, wo sie zu finden ist. Sie versteckt sich irgendwo. Alles klar? Irre viel Aufwand für so eine Kleine ist bestimmt was Besonderes. Ich brauche dazu meine Jungs. Das heißt doppeltes Honorar. Lenny soll mitgehen. Er bringt sie mir, wenn sie sie haben. Was? Dieser Schlappschwanz? Dreifaches Honorar. Nein, der ist unmöglich. 25. 39. 26. 37. 30. 35. Deal. Lenny, gib dem Mann mal Feuer. Komm schon, Schlappschwanz. Schlappschwanz Lenny. Halt's Maul, Wade! Das ist ein irrer Typ, dieser Wade. Der Mistkerl macht mir Gänsehaut. Deshalb mag ich ihn ja. Blake Dexter ist ein skrupelloses Arschloch. Aber um wen Sie sich Sorgen machen sollten, ist sein Partner Dom Osmond. Ihm gehört der Vixen-Club an der Bristol Street. Der Kerl bedeutet Ärger, selbst für meine Verhältnisse. Er hat gute Kontakte. Ist nur eine Frage der Zeit, bis er ihr Mädchen im Waisenhaus findet. Woher wissen Sie das? Ich weiß, was Chicago weiß. Das gilt aber auch für Dom. Schicken Sie mir ein Foto von ihm. Hunter and Hunted. Jäger und Gejagter. Herzlich willkommen zurück bei Hitman Absolution. Also, da jeder Cop in Chicago heiß auf ihren Arsch ist, dürfte der sicherste Weg zum Vixen Club durch die Tunnel am Roxy führen. Viel Glück, mein Freund. Mein Name ist Allison Burger und heute spielen wir wieder Hitman Absolution. Der absolute Brüller dieses Jahres. So, das hier war Instinct. Da haben wir einen Kollegen. Da haben wir einen. Na, geht er nicht mal hier hoch? Doch, macht er. Sehr schön. So, ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, was unsere Zielperson ist. Aber dieser Boah, irgendwie leckt's doch gerade ein bisschen, ne? Naja. Läuft aber einigermaßen. Was haben wir hier? Ach, ist doch auf der anderen Seite, okay. Hui, das sind also Cops, die hier rumhängen. Das ist nicht so gut. Versuchen wir uns doch mal hier leise. Die haben gerade gesagt, sie wollen verschwinden. Das ist eigentlich für mich das Signal. Wir hauen auch ab. Jetzt nur interessant, wo wir hin müssen. So, was haben wir hier? Ah, wir haben ja gar keinen. Okay. Da Speicherpunkt. Hier scheint safe zu sein. Nein, ich wollte doch jetzt nicht... Oh! Ich
wollte den Kontrollpunkt aktivieren. So, den hätten wir. Wo sind die Kollegen jetzt hin? Weg, das ist gut. Wo führt der mich hin? Naja, ich kenne einen schönen Spruch, ne? Probieren geht über Studieren. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Im Notfall können wir wieder zurückklettern. Aha. Ich würde sagen, wir probieren mal aus. Aha. Das ist aber eine Mauer zwischen, oder? Ja, ist es. Na, das ist ja super. Jetzt ist ja gleich die ganze Kompanie da. Boah, da kann ja einer reingucken. Ui, das hätten wir... So, was machen wir jetzt am besten? Ach, Mist. Hier wird es auf jeden Fall schwierig weiterzukommen. Hier wird es auf jeden Fall ziemlich schwierig. Dann haben wir noch gerade eine Menge Cops dort. Naja, versuchen wir es nochmal auf der anderen Seite. Vielleicht haben wir dort ja mehr Glück. Probieren geht in dem Fall über Studieren. Ich habe mir vorgenommen, diese Folge mal ohne Zwischenfälle durchzuharren. Zumindest ist es mal einen Versuch wert. So, da hinten müssen wir hin. Die sind gerade dort beschäftigt. Ah! Du siehst mich nicht. Na super. Nee, du siehst mich nicht. Nein, den müssen wir jetzt nicht angreifen. Aber ich muss da runterkommen. Oho, da liegt Munition an dem Auto. Ah, ich hätte eventuell eine Idee. Aber das ist nicht so ganz einfach. Und ich muss hoffen, dass hier keiner langkommt, ansonsten sieht's übel aus. Tja, gut. Ah, der kommt wieder. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Dann probieren wir erstmal aus, hier lang zu gehen. Ja, bestens. Und hier müssen wir jetzt rein. Ja, Schloss knacken müssen wir eh, ne? Bestens. Dann haben wir ja quasi den ersten Teil schon geschafft, ohne dabei aufzufliegen. Das ist ja wunderbar. Was haben wir hier? Beziehungsweise, was ist unser Ziel? Da ist unser Ziel. Gut. Gucken wir uns mal gerade hier um. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas Spannendes. Naja. Naja, ein Drecksloch ist jetzt nichts Spannendes. Wenn wir mal ehrlich sind. Wie heißt der Club? Der Wichsenclub? Aha, was ist denn das hier?
Okay, das ist ein Cop. Ich glaube, der wird ja nichts Gutes verheißen. Aber da unten blinkt irgendetwas. Vielleicht hilft uns das ja, in den Wichsenclub reinzukommen. Da ist es. Eine Verkleidung wäre jetzt mal was ganz Schönes. Hier schon? Nee, ne? Wo waren das jetzt hier? Hier? Ah, das meinen die hier. Okay. Naja gut, es ist zumindest mal eine Möglichkeit auszuprobieren. Mal gucken, wo wir hinkommen. Hoffentlich nicht in den Wichsenclub rein. Ich brauche nämlich eine Verkleidung. Ne. Hier scheint safe zu sein. Ah ja, okay. Okay, jetzt sind wir im Wichsenclub drin. Ich hoffe, der nennt sich so. Naja, also, gut. Ich glaube, ich schaue mich erst noch mal ein bisschen um. Bevor wir dann letztendlich hier... Oh, guck mal, da kommen wir auch hoch. Wir sollten uns eventuell erstmal nach einer anderen Möglichkeit umschauen, denn ich glaube, das gefällt mir jetzt nicht so, einfach hinter der Dame aufzutauchen und dann... Hallo, hier bin ich, Trita Tralala, du entdeckst mich sofort. Nee. Also die wird mich auf jeden Fall entdecken. Das Risiko will ich eigentlich eingehen, da können wir uns doch erstmal hier nochmal ein bisschen umschauen. Da haben wir eine Flasche. Okay, der Polizist hat offensichtlich keine Probleme mit uns. Aber nur mit einem Polizisten. Naja. Okay, wir würden zumindest da hochkommen. Das wäre zumindest das eine. Dann würden wir durch das Fenster da reinkommen. Das wäre zumindest eine Sache, die ich ausprobieren würde. Aber mit Sicherheit, wenn ich das mache, wird der Polizist da ein bisschen Ärger machen. Hm. Ich glaube, den müsste ich dafür ruhig stellen. Okay. Ab da gilt also eindringen. Aber ich glaube, die sehen mich von da unten nicht, ne? Nee. Scheint nicht so. Ach, guck mal. Hier sind Beweise. Hier liegt eine Schlüsselkarte. Da liegt eine... Oh, eine schallgedämpfte Waffe sogar. Geil. So, dann nochmal gerade umgucken. Eine Verkleidung bräuchten wir noch. Denn ohne Verkleidung bringt uns das Ganze hier auch nicht viel. Aber vielleicht haben wir Glück und hier liegt wieder eine rum auf unserem Weg. Was im Grunde genommen ja quasi nichts Neues wäre. Da ist einer, da ist einer, da. Seht ihr, was da blinkt? Da ist mit Sicherheit eine. Das habe ich gesagt, boah, da bin ich gerade ein bisschen ruhig geblieben, Leute. Denn da hat mir erstmal richtig fetter Atem gefehlt. Ach so. So ist das also. Jetzt bin ich wieder hier draußen. Ach
Ja, schön, schön. Schön, schön. Aber wenigstens habe ich jetzt eine Kanone. Und das ist ja wenigstens schon mal etwas, ne? Mehr als gar nichts. Aber ich habe wenigstens schon mal die Beweise. Also das ist doch schon mal ein Anfang. Und ich glaube, ich werde doch die Vordertür nehmen und ich werde mich verkleiden. Und dafür müsste ich einen abmurksen. Es sei denn, hier liegt nicht noch irgendwo eine Behinderte. So, ich bin nicht sichtbar bewaffnet. Das ist gut. Aha, da kommen also auch ab und zu mal so Leute raus. Okay, warte mal, vielleicht kann ich ihn hier runterlocken. Jetzt erzähl mir nicht, dass... Okay, ist der Polizist noch da? Nein, er geht, er geht, er geht, er geht, er geht, er geht, er geht. Ruhig stellen. Und... Was? Wie? Ich kann mich nicht als der Ver... Oh Gott. Das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt kann ich mich nicht als diesen Typen hier verkleiden. Das heißt, ich habe den jetzt ganz umsonst hier. Gibt es hier wenigstens noch irgendeinen Bottich, wo ich den reinkloppen kann? Nein, sieht auch nicht so aus. Na, das ist ja super. Bestens. Leiche in der Nähe. Das ist mir egal. Ja, wenn das du, wenn du das so meinst. Die werden mich mit Sicherheit nicht reinlassen. Also bleibt mir offensichtlich keine andere Möglichkeit. Dann werde ich halt eben jeden Einzelnen hier ruhig stellen. Jeden Einzelnen. Und mit euch drei Jungs habe ich auch noch was Schönes vor. Sorry. Hoppla. Tut mir leid. Tut mir wirklich sehr leid. So. Dich missbrauche ich mal... Dich missbrauche ich nochmal, um mich zu verkleiden. Und dich muss ich auch noch loswerden. Tut mir echt leid, Kumpel. So, der hat noch eine Schlüsselkarte, die nehme ich mal mit. Und noch eine Schlüsselkarte. Dann nehmen wir mal... Oh, sogar vier Schlüsselkarten. So, die laden wir noch nach. Wegstecken. Und jetzt können wir hier reingehen, ohne gleich Ärger zu bekommen. Auch wenn wir leicht im Minusbereich sind, aber gut. Jeder muss mal ein paar Opfer hingeben. So, hier waren wir vorhin schon drin. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo wir die Verkleidung finden werden.
Wow. Ich glaube, wir wären nie aufgeflogen. Oh la la. Ja, aber natürlich. So, hier ist noch so eine Tante. Aber wir haben ja eine, also eine Sicherheitskarte. Das heißt, wir kommen hier ja rein. Oh, jetzt haben wir sogar schon eine zweite Waffe aufgenommen. Das ist ja wunderbar. Ah, unser Ziel läuft da vorne rum. Was ist das hier? Disco-Kugel drehen. Habe ich gerade irgendjemanden umgebracht? Aber es hat Pluspunkte gegeben. Los, kommt, beruhigt euch mal wieder ein bisschen ab. Na, dann muss ich den jetzt halt eben umlegen. Weh. Ups. Das hat nicht so ganz geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Tja. Und eine ist hier noch gelb. Ach, na super. Ach, guck mal, du bist auch noch hier, Beweis. Ah, jetzt haben die hier Wachen allein mit. Ich glaub's ja wohl nicht. Jetzt muss ich mich hier ja ganz... Jetzt bin ich gleich wieder... Ich hatte 5000 plus und jetzt bin ich schon wieder so dick im Minus. Warum ist das eigentlich immer gleich so? Na gut, da muss ich halt eben jeden töten, der mir jetzt in den Weg kommt. Und jeden zu verstecken ist auch nicht immer so einfach. Okay, hier kann man ja zum Glück auch noch zwei loswerden. Oh, aber inzwischen ist da unten nichts mehr gelb. Okay, dann weg mit den Leuten, solange ich noch die Chance dazu habe. Ist gerade ein bisschen blöd. Ich hätte die Disco-Kugel nicht so offen ausmachen sollen. Und dann hätte ich mich da in der Truhe verstecken sollen, bis die Lage entspannter geworden wäre. Ja, ne, das habe ich dann halt eben einfach mal fett verkackt, ne? So kann es auch kommen. So, erstmal alle Leichen wieder loswerden. Ach, da ist ja noch eine. Tja, dann müssen wir halt eben mal die Nutten loswerden. Der habe ich schön in den Kopf geschossen. So, jetzt muss ich hier nochmal gucken. Hier liegt auch noch ein Toter. Dann komm mal mit, Zuckerpöppchen. Ob ich das Gestöhne jetzt wohl rausschneiden muss? Ich hoffe mal nicht. So. Dich wären wir damit auch los. Das muss ich mal gerade überlegen. Wo habe ich denn jetzt überall Leute ausgeschaltet? Soll ich euch die Disco-Kugel wieder anmachen? Geht wohl nicht, ne? Scheiße. 805 im Minus. Das ist aber nicht so geil jetzt. Da gucken die Leichen sogar noch raus. Oh, hier kann ich sogar speichern.
machen wir das doch mal. Das ist ja unsere Zielperson. Oh. Oh. Ich habe, glaube ich, hier für ein bisschen... Boah, die Titten. Ich glaube, ich habe hier für ein bisschen Aufmerksamkeit gesorgt. Hier war doch vorhin noch alles voll, oder? Hier war doch noch... Ich bin da noch sehr ziemlich... Hier war doch alles voll. Aber... Oh, du bist auch so ein kleiner Schisser hier. Sehen die Schlampen dabei zu? Oh Gott, nee, Mädel, ey, lass den Klawatsch. Okay, offensichtlich willst du nicht, dass ich in deine privaten Räume reingehe. Was immer hier? Stuff. Das ist nie so gut. Aber wie töte ich den Kerl jetzt am besten? Wir haben ja gespeichert, ne? Okay, wenn ich einfach mal hoffe, dass die beiden Nutten da nichts sehen, kann ich einfach mal den hier versuchen. Ja, ne? Komm mal mit hier rein, Schnuggi. Wache wurde alarmiert. Was muss ich jetzt machen? Da ist der Exit ja schon. Da oben.